Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen vom Planeten Erde und den blöden Weltraummenschen auch eingeschlossen. Willkommen, ich bin super gespannt, Mann. Wir haben nämlich heute eine Premiere auf diesem Kanal und auch eine Premiere für meinen Kopf und meine Ohren. Wir geben uns das allererste Mal etwas von Nina Chuba. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es könnte auch Chuba sein, aber das wäre ein schlechter Künstlername. Deswegen denke ich, Nina Chuba ist richtig. Tracksuit Velours. Ich bin super schlecht, Junge. Ich weiß nicht, ich in Sachen aussprechen, was quasi fundamental wichtig für meinen Beruf ist, ja, bin ich sehr schlecht. Bin ich überdurchschnittlich schlecht. Aber ich bin super gespannt. Ich habe noch nie irgendeinen Song, zumindest nicht bewusst, von Nina Chuba gehört. Ich kenne sie durch TikTok. Da wurde sie mir in den letzten Wochen sehr, sehr oft auf der For You vorgeschlagen. Und da dachte ich erst, dass sie TikTokerin ist. Also, sie macht TikTok, aber sie ist Musikerin. Und da hatte ich immer irgendwelche random TikToks von ihr, die ich sehr funny fand. Ich mag ihre Personality sehr gerne. Und jetzt habe ich gesehen, hey, Nina Chuba rückt einen Track raus. Und dann habe ich die Connection gezogen. Ey, das ist die von TikTok. Und ey, das ist die, wo alle immer wollen, dass ich mir was ansehe. Machen wir jetzt mal. Noch nie irgendwas gehört. Ich bin super gespannt. Das Ding ist jetzt vor 12 Stunden rausgekommen. Ja, keine Ahnung, Bro. I don't know what to expect. Ich freue mich sehr. Ihr wisst, ich mag Female Artists sehr, sehr gerne. Ich bin immer dran, neue zu entdecken. Und keine Ahnung, freue mich, dass wir so eine krasse Vielfalt aktuell haben. Deswegen freue ich mich umso mehr hierauf. Jetzt was brand newes, neues. Link zum Original ganz, ganz oben in der Beschreibung, ja. Und ihr findet jetzt auch immer unter jedem Video meine Playlist, meine öffentliche Spotify-Playlist. Da werdet ihr auch sehen, wenn mir der Track sehr gut gefallen hat, dann ist er da schon drin. Ich update die alle ein, zwei Tage. Das sind so meine meistgehörten Deutschrap-Tracks mit ein bisschen Pop auch drin, die ich so gerne höre. Ja, gut. Genug gesagt, ich würde sagen, wir hören und schauen rein. Ich bin super gespannt. Let's go. Okay, es heißt Velour. Ganz kurz, aber bevor wir hier weitergehen. Das Ganze ist produziert von... Von wem ist denn das produziert? Vielen Dank. Okay, Songcredits, Musik und Text. Universal, Performance, produced by A-Side. A-Side, Junge. A-Side. Bam. Okay, geil. Hat sich gelohnt nachzuschauen. Produziert von A-Side. Geil. Okay, das ist nice. Das ist super nice, Mann. Und das Video ist von Xancam. Sagt mir auch was. Sagt mir auch was. Okay. Okay, also auf jeden Fall Leute am Start, die ich kenne. Mit dem Besten auf Tour. Wir sind neben der Spur. Ist okay, wir sind gut drauf. Smoken Girlplans im Flur. Mango Kuss pur. Egal welche Temperatur. Bro, super, super angenehme Stimmfarbe. Super unique, angenehme Stimmfarbe. Zum Flur. Mango Kuss pur. Egal welche Temperatur. Triff uns im Tracksuit Velour. Alles immer noch wie am Anfang. Oh, okay, unexpected. Anders. Unexpected. Alles auf den Kopf. Handstand after hour. Mit dem Sandmann. Oh, ey, also ganz kurz, ich liebe den Vibe gerade. Ich dachte ganz kurz, es wird jetzt ein bisschen poppiger. Ich habe was viel poppigeres, lauteres erwartet jetzt. Aber wir haben jetzt echt so einen kleinen, entspannteren Part erstmal. Finde ich super, weil es was Unexpectedes ist. Erstmal Tracksuit Velour ist wahrscheinlich wieder irgendeine krasse Marke, die jeder kennt, Bro. Sorry, aber es ist der Tracksuit, den sie am Anfang anhatte oder in dem Musikvideo hier anhat. Ey, super entspannte Atmosphäre. Ich mag den Vibe sehr gerne bis jetzt. Und ich bin echt gespannt, was noch so auf uns zukommen wird hier. Stell alles auf den Kopf, Handstand after hour. Mit dem Sandmann. Die Sonne taucht die Stadt in Orange, ja. Alles, was ich brauche, hab ich grad da. Meine Leute an der Seite, ich bin dankbar. Kreis klein auf gegebenem Anlass. Sind immer unterwegs, nonstop, als wäre das schon sein letzter Tag. Fühlt sich so wie Fliegen an, iPhone, Flight Mode, ich geh nicht ran, ja, ja. Nur für einen Augenblick, wie und dieses Morgenlicht. Super angenehmer Aufbau vom Song und auch super angenehmer Flow, finde ich. Dran, ja, ja. Nur für einen Augenblick, wie und dieses Morgenlicht. So dieses Softe passt gut. Kick, schauen, Sanja, ja, das Outfit sitzt. Checkst du Velour? Oh, voll Sommervibes. Durch den Beat von A-Side so übel die Sommervibes drin. Ist okay, wir sind gut drauf. Genau das, was die in dem Musikvideo darstellen, so dieses auf der Bar stehen und tanzen, Junge, dieses Gefühl kommt 1:1 rüber transportet, Junge, durch so einen Universumsstrahl kommt rüber transportet und ich habe genau das gefühlt, was sie gefühlt haben. Genau dieses Sommerliche so ist es, wisst ihr? Girlplans im Flur. Mango Kuss pur. Egal welche Temperatur. Triff uns im Tracksuit Velour. Hänge mit der Clique am Parkplatz, laber, na Bruder, heute nicht.
Ey, und auch so dieses Ruffe, dieses so ein bisschen Rotzige in der Stimme passt ultra gut irgendwie, weil das so ein kleiner Kontrast ist zu diesem sehr gechillten, entspannten so. Ich sag's jetzt schon mal, wie es ist. Schreibt einfach schon mal so. Einfach nur, weiß nicht, einfach mal so in die Kommentare schon mal ein paar Tracks rein von ihr, die vielleicht gut sind. Ich will nicht sagen, dass ich mir jetzt unbedingt mehr anhören möchte. Schreibt einfach mal rein so. Ganz unverbindlich, okay? Hänge mit der Clique am Parkplatz, laber, laber, na Bruder, heute nicht. Peace out, mach's wieder, Light Lama, aber Karma, Karma ist meine Bitch, sie nur verschwommen. Vater Morgana, Power, Son Goku, Genki, Dama. Boah, ey, und 1 Million Shoutouts und Pluspunkte direkt für eine Anime-Zeile, Junge. Ich weiß nicht, mein Herz geht immer auf. Mein Herz geht auf, wenn ich, selbst wenn ich nicht viel Dragon Ball gesehen habe, ja, mein Herz geht auf einfach, wenn ich Anime-Zeilen höre. Ich weiß nicht, das ist direkt so eine Connection, so Kindheits-Connection, Mann. Geil. Meine Bitch sind nur verschwommen, Vater Morgana, Power Son Goku, Genki, Dama. Bin mit super angenehmer Flow. Ich brauch kein Drama, Dragsu, Willi, Vintage, Prada. Mit dem Finger in die Kamera, zu viele Downs, aber immer noch da, billig. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist so super... Es ist einfach so dieses angenehme, lockere, luftige, so wisst ihr, so Track an, Sorgen vergessen. Spine, Tetrapack, ziehen wie früher durch die Nacht. Oh. Für einen Augenblick, ganz egal was morgen ist. Business Move, Roundhouse Kick, schauen Sanja, ja das Outfit sitzt. Track so velour, mit dem Besten auf Tour. Bisschen neben der Spur, ist okay, wir sind gut drauf. Track so velour. Junge, und ich habe einfach keine Ahnung, das macht mich so glücklich, wenn ich sie so rumdancen sehe, wie sie lächelt und zu ihrem eigenen Song dance. Ich finde, das macht immer, sage ich immer wieder, ganz viel aus, wenn Artists in ihrem Musikvideo weniger auf so ganz krasse Musikvideos setzen, sondern mehr auf, hey, ich dance zu meinem eigenen Song und fühle den einfach gerade, während ich mein Make-up ready bekomme oder so. Das hat für mich viel mehr so Feelings, weil man sieht, ey, die fühlen halt ihre Mucke einfach gerade und dancen dazu. Mango Kuss pur, egal welche Temperatur, triff uns im Track super nur. Junge, ich bin jetzt schon einfach wieder sauer auf mich selber, dass ich jetzt erst bei ihr reingehört habe. Einfach sauer bin ich auf mich. Mit dem Besten auf Tour. Was macht dieser Typ mit den langen Haaren? Der macht Schlagzeug, der dance, der macht dies, der macht das, der macht alles, Junge. Ist okay, wir sind gut drauf. Der am Keyboard da, ultra. Ultra korrekt aus gerade. Triff uns im Tracksuit Velour. Hey, danke, Mann. Danke. Danke für den Kuss am Ende. Hat sich der Kameramann bestimmt sehr gefreut. Ich sag's, wie es ist. Junge, ich sag's, es ist nächstes Hamburg-Konzert. Ich bin erste Reihe und sing so mit. Nee, Mann. Ey, aber ganz dicke Shoutouts. Krass. Ich hab schon das Gefühl so, sie ist super vielseitig. Sie ist super vielseitig. Bestimmt haben wir noch härtere Songs. Wir haben bestimmt noch poppigere Songs. Bestimmt noch softere Songs. Ich bin einfach super gespannt. In der Beschreibung stand irgendwas eben von deutsche Songs. Also macht sie auch englische Mucke, I guess. Wir werden sehen. Ballert Kommentare zu. Ballert Tracks rein. Was soll ich mal anhören? Oder soll ich einfach Spotify Top 5 meistgestreamte Reaction? Let's go. Kann ich auch machen. Aber ich habe Bock, mehr reinzuhören. Und es ist echt krass, wie dass sie so an mir vorbeigeschlittert ist quasi. Vielleicht macht sie aber auch erst seit kurzem deutsche Musik und deswegen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir werden uns noch einiges von ihr geben, das weiß ich. Und ich habe Bock, reinzuhören, ja. Ultra entspannter Vibe, ultra cool. Und sie ist auch einfach ein Charakter. Das sieht man. Und man, ich finde, man sieht auch, sie ist sie selbst, so wisst ihr. So, ich kenne sie jetzt nur von diesen paar TikToks, die ich hatte. Aber so, das ist so derselbe Vibe, der hier rüberkommt. Das ist so dieses... ich nehme mich selbst nicht zu ernst, ich mache mein Ding einfach und bin happy damit und das finde ich echt irgendwie bemerkenswert. So, deswegen, ich habe Bock, schreibt mir in die Kommentare, was ich mir noch ansehen soll und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend, wie ihr es seid. Habt einen schönen Tag heute, ja. Trinkt viel, lacht viel, seid gut drauf. Sonne, geht raus, ey, okay, gerade keine Sonne. Es ist gerade keine Sonne da. Also, aber wenn Sonne da ist, geht raus. Okay, wir sehen uns. Ciao.